Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr habt wahrscheinlich gestern schon gesehen, was wir zu Acolyte Folge 1 sagen. Die Serie ging ja am Mittwoch los. Ihr seht das hier jetzt wahrscheinlich am Freitag. Jetzt geht's in Folge 2. Gestern haben wir schon so ein bisschen über unsere ersten Eindrücke gesprochen, ob wir uns auf die Serie gefreut haben oder nicht. Deswegen checkt gerne das Video noch aus. Jetzt geht's direkt in Folge 2. Rache/Gerechtigkeit. Ist auch ein, lustiger Titel. Wir wissen immer noch nicht, welche Rache. Nee, wir wissen immer noch nicht, welche Rache. Wir wissen nicht, welche Gerechtigkeit. Wir wissen nicht, welcher Schrägstrich. Aber trotzdem ist das der Titel. Und ja, wollen wir direkt rein? Oder hast du noch ein wichtiges Vorwort? Nö, nicht wirklich ein Vorwort. Ich habe gerade vergessen, meine Folge zu starten, dass sie nebenher läuft. Das muss ich jetzt noch kurz machen. Also wenn du die erste Folge machen könntest, wäre das super. Die erste Szene. Szene, ja. Ja. Okay, also wir gehen rein und sind auf dem Planeten Olega. Warte, jetzt muss ich kurz zurückskippen. Olega. Irgendwas von beiden auf jeden Fall. Ja, wir sind dort und sehen so ein kleines Mädchen, was vor so einem Gebäude rumtanzt und irgendwie so einen Druiden ablenkt und erkennen dann relativ schnell, das hier ist ein Jedi-Tempel und nicht, Mei, genau, wir wissen den Namen. Ich wollte gerade sagen, wir wissen den Namen nicht. Doch, wir wissen ihn, nämlich Mei, die Akolytin, die wir in der letzten Folge kennengelernt haben, hat scheinbar dieses kleine Mädchen bezahlt, dass sie ihr Zugang zu diesem Jedi-Tempel verschafft. Sie tanzt nämlich vor so einem Türdruiden rum, lenkt ihn so ein bisschen ab. Dadurch kann Mei den dann so hacken mit so einem kleinen Ding und kommt dann halt so rein. Sie schleicht sich dann durch den Jedi-Tempel und landet bei so einem Typen, dessen Make-up ziemlich interessant aussieht, finde ich. Er sieht irgendwie aus wie so ein, weiß ich nicht, 13-Jähriger, der aber irgendwie Vollbart hat und Narben. Aber gut, der Typ sitzt dort und, oder er sitzt in der Luft, er meditiert und schwebt dabei. Das erkennt man, wenn man genau hinschaut. Und hat scheinbar so ein Machtschutzschild um sich. Nämlich versucht sie dann, ihn anzugreifen, macht auch noch diesen Spruch mit, hier bin ich, greif mich an, will ihn dann angreifen, aber das klappt nicht, weil er halt dieses Machtschutzschild hat. Und sie kommt da halt nicht durch, versucht es immer wieder. Aber als dann noch andere Leute die Geräusche hören, dorthin kommen, zieht sie durch. Und das war es wieder mit dem Intro der Folge. Ja. Meister Torbin ist sein Name. Ich finde wieder, sie steht, es sieht wieder peinlich aus, wie sie da steht mit, hier greif mich an, aber das haben wir in der ersten Folge schon kritisiert. Meister Torbin, ich finde seine Fähigkeit ziemlich cool, ehrlicherweise. Cool finde ich es auch. Also nicht das Schweben, sondern dass er so ein Machtding hat. Also es ist kein Schutzschild, sondern er drückt einfach alles, was in eine gewisse Nähe von ihm kommt, drückt er einfach mit der Macht weg. Er antwortet auf nichts, er nimmt scheinbar oder er nimmt die Sachen wahr, aber er reagiert auf gar nichts. Das finde ich recht cool. Das Problem, das ich nur habe, ist, dass er schwebt, weil im Magic System von Star Wars schwebt eben keine Figur. Und ich finde, du kannst bei Magic Systems Dinge nachträglich ändern, aber sowas eben nicht, weil das wirft so viele Fragen auf. So viele Fragen, vor allem bei Rey hatte man noch die Ausrede, ja, das war später und deswegen hat es die Story nicht beeinflusst, weil Rey hat das neu entdeckt. Und jetzt sehen wir eben, ne? Ja, ich finde halt gut, wenn er jetzt irgendwie beim Meditieren schwebt, das ist irgendwie was anderes, da kann man sagen, es geht halt irgendwie nur da. Aber es ist schon fragwürdig, weil dann kommt natürlich immer die Frage, sollte man es dann nicht immer können? Ja. Genau. Das ist wieder so eine handwerkliche Sache. Also es Magic Systems in bestehenden Filmen oder Franchises darfst du nicht zerstückeln oder nicht ändern. Sonst hast du mit allem, was davor war oder davor produziert wurde, Probleme. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Aber gehen wir weiter, oder? Ich mach mal kurz die nächste Szene. Ja. Wir haben jetzt auf dem Schiff Osha mit den drei Jedi und Jackie hat so ein paar Probleme mit so einem Elektrokasten und Osha, heldenhaft wie sie ist, sagt ihr, hast du schon mal probiert, es aus- und einzuschalten? Und es funktioniert. Ey, Mann, einfach so bewirbt man sich bei der Telekom Kundenservicestelle, ne? Ach, Mann. Ja. Kein Front an Telekom. Ich mag euch. Bitte mach mein Internet nicht wieder weg. Vodafone!
Ach man. Ja. Nee, warte, was war nochmal das, mit wo Gamer Brother so Stress gehabt hat? Das war doch Vodafone. Vodafone oder? War das, ja. Vodafone, Alter. Ja, egal, wir können hier eh nicht Werbung für irgendeinen so einen Internetanbieter machen, da liegen die Kabel sowieso von jedem Internetanbieter in der Straße. Kann man ja. Sich nicht ganz aussuchen. Egal. Ja. Wir haben jetzt hier nochmal Yort, der so ein bisschen sagt, okay, er vertraut Osha nicht so. Er findet es nicht gut, dass sie so ganz frei an Bord herumlaufen kann. Sie ist schon einmal von einem Gefangenentransporter geflohen, aber Master Sol vertraut ihr. Master Sol ist ein Ehrenmann und ganz ehrlich, Yorts Misstrauen, ich kann es verstehen und es zahlt sich im Laufe der Folge auch noch aus. Ja, das auf jeden Fall. Find ihn deswegen auch eigentlich voll den coolen Charakter. Der Typ denkt voll mit und sowas. Unnötig, ja, dass man ihn so lächerlich gemacht hat. Genau. Ich weiß nicht, warum er bisher, also warum sie vorher gesagt hat, dass er komisch sein soll. Bisher ist er eigentlich so, ne? Ja, korrekt. Cool. Cooler Typ, korrekter Typ. Nee, wir haben dann nochmal so ein Holo-Gespräch mit Sol und der Jedi, grünen Jedi aus Teil 1, die den Auftrag erteilt hat. Und ich frage mich, ist sie die Einzige, die die Aufträge erteilt? Fragt man sich so ein bisschen, aber wahrscheinlich der ist sie. Der Jedi-Orden halt, wirkt schon wieder ziemlich klein. Ja, wahrscheinlich ist sie halt irgendwie mit diesem Fall da jetzt betraut und muss das Ganze machen. Aber auf jeden Fall, der Jedi-Orden wirkt richtig klein. Wir haben zwei wirkliche Jedi-Meister jetzt gesehen, bisher nur. Und weiß ich nicht, also wirkt bisher noch nicht so, als würden wir viel mehr sehen. Ja, es wirkt so ein bisschen klein, aber. Wir machen jetzt den Abstecher auf Ogeda. Ogeda? Den Planeten, wie heißt der nochmal? Olega. Olega, ja, Olega. Wir machen den Abstecher auf Olega, anstatt dass wir Osha vorher in den Jedi-Tempel reinbringen. Und das ist so ein Kritikpunkt, den ich habe. An dieser ganzen Serie, was hier ziemlich, ziemlich offensichtlich wird und hier beginnt. Die Figuren formen nicht die Handlung oder die Protagonisten formen nicht die Handlung. Normalerweise, ja, ein Antagonist formt normalerweise mehr die Handlung und das passiert hier auch teilweise, aber auch nicht wirklich, sondern jede Figur ist immer, das hat Cinema Strikes Back auch schon kritisiert, jede Figur ist immer genau da, wo der Plot sie haben möchte. Nicht die Figuren formen den Plot, sondern der Plot formt die Figuren. Ja. Das stimmt auch. Vor allem so eine Devise ist ja, die man meistens sagt, der Antagonist formt den Plot und der Protagonist treibt ihn voran. Ja. Der Antagonist treibt ihn voran und der Protagonist formt ihn. Ja, und es geht ja immer vor allem darum, dass du halt einen aktiven Protagonisten hast und der Entscheidungen trifft und du dadurch eine Sympathie zu ihm aufbaust, eine Bewunderung. Und das geschieht hier noch nicht. Also es wird ja auch häufig so geschrieben, dass du das am Anfang nicht hast und dann halt einen Wandel hast und dann passiert es doch. Aber dann musst du andere Figuren haben, die es ganz klar vorantreiben. Und der Protagonist hat den Antagonisten zum Beispiel. Genau, und der Protagonist hat dann den Punkt, wo er sagt, nein, jetzt entscheide ich. Und dann nimmt das der Figur sozusagen ab. Hier haben wir aber so ein bisschen, es läuft halt alles so, wie es gerade so, wie du es gerade schon gesagt hast, so wie Cinema Strikes Back es gesagt hat. Ja. Es ist jetzt nicht super schlimm, also nicht, dass man sagt, deswegen ist jetzt die Folge schlecht, aber ja, wäre halt cooler anders. Wenn es die ganze Serie durchzieht, dann ist es schlecht, weil ich finde, das ist einer der größten Kritikpunkte, die man haben kann an zum Beispiel Rey aus Episode 7, weil Rey hat keine Motivation, in diesem ganzen Gedöns irgendwie dabei zu sein. Rey hat kein Ziel in diesem ganzen Film. Ja. Sondern sie wird vom Plot einfach immer nur mitgeschliffen und das ist einer der Gründe, warum Rey für uns unsympathisch wirkt, sagen wir mal so, oder warum sie nicht dabei sein soll in unseren Augen. Ja. Das stimmt. Da gehe ich mit. Aber hier ist es jetzt leider so. Warst du mit der Szene jetzt schon durch? Ich war mit der Szene jetzt schon durch. Also wir kommen dann auf Olega. Olega, genau. Olega an und haben dann May, die durch die Straßen geht und eine Apotheke aufsucht. Das wird uns auch ganz klar als Apotheke benannt. Nichts Specialiges einfallen lassen, finde ich ein bisschen schade. Aber ja, sie geht in eine Apotheke und trifft sich dort mit so einem Typen, der ihr dann etwas Uf-Saft mischen soll.
Ich weiß nicht, ob man für Gift gesperrt wird. Ich glaube nicht. Wird man nicht? Okay, dann er soll ihr Gift zusammenmischen, womit sie dann diesen Meister irgendwie ufen soll. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, wie wird sie das machen, wenn der so da sitzt? Aber ja, kommen wir später noch zu. Ja, er mischt es ihr zusammen und sie sprechen nochmal so ein bisschen darüber, ja, man sollte eigentlich einen Jedi ohne Waffe ufen. Und das wäre so eine große Sache, dann hat man den Schritt zu einem wahren Akolyten oder so gemacht. Und ich denke mir so ein bisschen, belanglos. Ja. Passt also, irgendwie nicht. Also ich finde die Figur, die sie hier trifft, das ist, Schauspielername ist Manny Jacinto. Ist scheinbar auch ein Teil dieser ganzen Organisation, ist ganz lustig, ganz sympathisch, aber der ist da irgendwie am Schlafen und hat sich die Nacht vorher betrunken und ist eher so, genau, so locker dabei, aber dann, wenn es ernst wird, checkt man auch, der Typ hat was drauf, weil das ist nicht einfach eine Witzfigur. Aber scheinbar gehören die zu einer Organisation und da wird auch immer wieder dieser mysteriöse Er erwähnt, also die Figur, die wir am Ende der letzten Folge gesehen haben. Wobei, ich glaube nicht, dass er wirklich dazugehört, weil er sagt ja später, er schmuggelt nur Waffen und er ist nur ein, ich sag mal, er hat nur einen Auftrag von ihr übernommen, so als Unternehmer. Stimmt, das kann auch sein. Ich habe eher gedacht, das wäre eine Lüge von ihm, aber kann auch sein, dass es die Wahrheit ist. Kann auch eine Lüge sein, weil wir bekommen ja später zu hören, er ist nicht der wahre Apotheker. Ja, genau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nimmt sie da jetzt dieses Gift mit und macht sich auf den Weg. Und wir bekommen nochmal eine Szene bei den Jedi. Da entdeckt Meister Sol das neue Tattoo seiner ehemaligen Padawan Osha. Ist random. Ich weiß nicht, ob es noch eine Bedeutung bekommt. Aber sie sagt, es ist einfach ein random Tattoo, was sie sich irgendwann hat stechen lassen in einer verrückten Nacht mit ihren Kollegen. Fand ich random. Glaubst du, es hat noch eine Bedeutung, oder? Ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist so ein bisschen hölzerner Smalltalk zwischen den Figuren, dass uns irgendwie so eine Nähe suggeriert wird. Stimmt, das. Das ist aber. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, es wirkt sehr kalt zwischen den beiden, obwohl sie. Also, das ist so ein bisschen ein Phänomen. Sprachlich, mit den Worten, versuchen sie sich anzunähern, körpersprachlich stoßen sie sich aber gegenseitig ab. Meister Sol steht dann da mit verschränkten Armen, Osha macht die Schultern oder hat die Schultern richtig angespannt. Also. Sprache und Körpersprache oder verbale Sprache und Körpersprache funktionieren oder passen nicht zusammen. Ja, das gehe ich mit. Also es ist wahrscheinlich auch beabsichtigt, dass es erstmal noch alles ein bisschen unangenehm ist. Das kann absichtlich weird gemacht sein und dann ist es richtig gut, aber ich finde es eine komische Entscheidung, das jetzt zwischen den beiden zu machen, weil wir wurden schon vorher in sehr viele Plots hineingeworfen, in sehr, sehr viele Informationen wurden uns einfach hingeworfen. Und ich finde dann hier nochmal so ein bisschen, so einen Konflikt aufzumachen, ich finde, das passt an der Stelle nicht. Und das ist wieder so eine handwerkliche Entscheidung zu wissen, wann brauche ich Nähe für eine Figur, dass ich sie kennenlernen kann und wann ist es gut, sie so ein bisschen kälter und mysteriöser, abweisender darzustellen. Weil so, wie es die Figuren erleben, wirkt es meistens auch auf den Zuschauer, wenn wir nicht irgendwelche Special-Hintergrund-Infos haben. Und Osha ist bis dahin ein sehr blasser und kalter Charakter, wie ich vorher schon gesagt habe. Sie hat bisher keine Motivation, dort mit dabei zu sein. Gehe ich voll mit. Aber das stimmt. Sie bekommt sie ja auch jetzt erst im Laufe der Folge. Bin ich auch mal gespannt, wie damit umgegangen wird. Aber die landen jetzt erstmal auf Olega. Und dort kommen. Kollege. wirklich, wirklich richtiger Kollege-Planet. die landen da jetzt und wollen ihre Nachforschungen starten. Und die gehen in den Jedi-Tempel da und reden erstmal vorne mit diesem, mit einem der Jedi dort. Und dann bekommen wir jetzt so einen kleinen Kreuzschnitt immer wieder. Wir schneiden immer wieder hin und her. Wir sehen nämlich einmal, wie Meister Sol und die ganzen anderen da jetzt langsam reingehen und sich so ein paar Infos holen. Und währenddessen sehen wir, wie May wieder in den gleichen Raum eindringt, zu diesem Meister geht. Wie hieß der? Meister Torbin. Genau. Und da geht sie jetzt rein und merkt halt erstmal, okay, diese Barriere da ist immer noch da. Und sagt ihm dann aber, ja, hier, ich bin May und
fängt an zu reden und sagt, ja, ich hab das Perfekte für euch. Ich hab, ihr denkt zwar, ihr habt Frieden gefunden in eurer Meditation und in eurem Schwur, aber das habt ihr nicht. Ich hab hier Erlösung oder was ist das genaue Wort, was sie sagt? Weißt du das noch? Ich bringe euch Erlösung oder so, wie genau. Du gesagt hast, irgendwie sowas. Und dann stellt sie halt, also dann kommt er erstmal, also er geht aus seiner Meditation raus, geht auf den Boden, macht das erste Mal seine Augen auf. Wir 10 sehen Jahre auch, hat er mit niemandem gesprochen übrigens. Genau. 10 Jahre. Hat auch so eine Narbe im Auge und sowas. Und dann greift er sich dieses Giftfläschchen, was da auf dem Boden steht, und trinkt es und sagt halt irgendwie, es tut mir leid, und ja, das war's dann. Ja. Also May sagt Torbin noch, ja, ich weiß, was ihr getan habt vor so langer Zeit, und die Vergangenheit holt euch ein und ich werde mich rächen, und wir denken uns immer noch, okay, welche Rache? Was war denn jetzt mit diesen Jedi? Warum willst du gerade diese Jedi ufen? Was hast du gegen Meister Torbin? Das sieht doch eigentlich aus, also Meister Torbin, so wie der da in der Luft sitzt, sieht aus wie ein Mafagger. Ja. Aber Ja, aber die Infos bekommen wir noch nicht. Finde ich aber auch nicht mal schlimm, aber ich finde das Rätsel ganz interessant. Ja, aber es ist ja kein Rätsel mehr, weil uns alles schon gespoilert wurde. Ja, genau das ist es halt. Das ist das, was ich letzte Folge gemeint habe mit, wir wissen irgendwie, was passiert ist, aber nicht was genau. Und die Serie wird jetzt wahrscheinlich darum gehen, was da genau in der Nacht passiert ist. Und wer dieser Typ das genau ist. Das ist so wie, du wirfst einem Hund ein Stück Fleisch hin, aber der Hund weiß nicht, von welchem Tier es ist. Ja, irgendwie so. Nur fragt der Hund halt dann nicht, von welchem Tier es ist. Wir schon. Ja, anstatt den Hund das selbst erlegen zu lassen. Ja. Ja, aber um die Szene vielleicht noch kurz zu Ende zu machen, die Jedi rund um Meister Sol kommen da jetzt halt auch rein, aber die erste, die im Raum ist Osha, und die kommt da rein. Ganz kurz nochmal. Du überspringst dann ein bisschen was, nämlich sie werden am Tor noch aufgehalten und sie haben da ein kleines Mädchen, das vorher May ganz am Anfang geholfen hat, dort reinzukommen und diese Sicherheitskamera mehr oder weniger ausgetrickst hat. Und die wird gefragt, okay, wer hat dich bezahlt? Und sie sagt, sie, und zeigt auf Osha, und das ist so mehr oder weniger nochmal die Bestätigung. Vor allem, wenn das so gewesen wäre, wie ich letzte Folge gesagt habe, dass wir uns nicht sicher sind, sind das jetzt zwei Personen, oder ist es dieselbe? Und sie zeigt dann auf Osha und sagt sie. Das wäre nochmal so ein doppeldeutiges Ding gewesen. Es wäre so gut gewesen, hätten sie es nicht gespoilert. Es wäre so gut gewesen. Ja. Aber sie haben es gespoilert, sie gehen rein und sie gehen durch die Gänge und Osha sieht tatsächlich wieder eine Illusion oder eine Vision von ihrer Schwester und läuft dann einen anderen Weg. Und ich frage mich an der Stelle, warum will die Vision von ihrer Schwester ihr helfen, gegen ihre Schwester zu arbeiten? Gute Frage. Also, wahrscheinlich einfach so, irgendwie, dass sie halt da war oder so. Ich weiß es nicht, dass sie die halt spürt. Keine Ahnung. Irgend sowas. Aber ja, nee. Machst du was drin passiert dann? Ach so, genau. Ja, also sie geht da jetzt diesen Gang lang und wir sehen schon, dass Jord das scheinbar bemerkt hat, und aber wir sehen auch nicht, was er macht. Sie geht da halt da rein in diesen Raum und findet den Meister da halt geuft auf dem Boden liegen und findet so dieses kleine Giftfläschchen und riecht dann auch daran. Und gerade in dem Moment kommen dann Meister Sol und die anderen rein. Und natürlich der Jedi, der zu diesem ganzen Jedi-Tempel dort gehört, sagt direkt, geh weg dort, und zieht das Lichtschwert, und die denken halt, sie war das. Aber sie sagt, nein, nein, es sieht nur falsch aus, es ist nicht das, wonach es aussieht. Und dann kommt auch Jord von hinten rein, oder Jord, und sagt, ja, hey, alles gut, ich war dabei, ich habe ihr misstraut, ich bin hinterhergegangen, habe alles gesehen, sie war es wirklich nicht. Und ja, sie sagt dann auch nochmal, aber es geht so ein bisschen in die nächste Szene über, sie sagt dann auch, irgendwie war das Muttergras oder irgend sowas, Baumgras, irgend sowas. Keine Ahnung. Irgend so ein Gras, was von ihrem Heimatplaneten. Irgendwas mit Weed. Genau das. Und das kommt von ihrem Heimatplaneten, deswegen war es dann auch safe ihre Schwester. Sie erkennt das dann, das Gift. Ja. Genau. Ja, also sie gehen dann jetzt wieder auf die Straße und fragen sich, wo könnte man denn sowas herbekommen? Und es gibt nur eine Apotheke in diesem ganzen Gebiet, und die Apotheke beschatten sie dann. Und zwar beschatten sie diese Apotheke am helllichten Tag offen vom Balkon des Nachbarhauses aus, der so groß ist, dass man perfekt sehen kann, ohne Sichtschutz, dass man perfekt sehen kann, wer da drauf steht. Es sieht wirklich so aus,
Also, später wird das ja noch lächerlicher, die ganzen Shots. Aber ohne Witz, es sieht aus wie eine Oma, die am Fenster sitzt und die Kinder auf der Straße judged. Ohne Spaß. Einfach aus wie so eine Tribüne, auf der man da sitzen kann. Also. Ja. So, ja. Es ist ohne Witz, wirklich, Tribüne trifft es wirklich gut. Der Film will uns gerade verkaufen, dass die Spieler auf dem Fußballfeld die Fans auf der Tribüne nicht sehen können. Naja. Wie offensichtlich willst du es noch machen? Das ist schon krank, ne? Ja, nee, aber sie schauen jetzt drauf und bemerken, okay, der Typ, der in die Apotheke reingeht, das ist gar nicht der Apotheker. Und Jord will reingehen und ihn stellen, aber sie haben eine andere Idee, nämlich schicken sie OSHA vor. Und zwar soll sie sich als ihre Schwester ausgeben, als May, und soll versuchen, ja, mit dem Typen zu reden und ein Geständnis von ihm bekommen. Das hätten sie auch wieder so ein bisschen doppeldeutig machen können. Das wäre dann der Moment gewesen, wo sie hätten das auflösen können. Aber ja, sie geht rein, spricht mit ihm, verhält sich so ein bisschen komisch. Er redet so ein bisschen was und dadurch bemerken sie, okay, der hat wirklich mit der zusammengearbeitet und der weiß was. Und das reicht, um ihn vor Gericht zu bringen, bla bla bla. Und in dem Moment kommen dann die Jedi rein, sage ich jetzt mal, und wollen ihn so ein bisschen, ja, befragen noch und festnehmen, ja. Genau. Ja, da kommt dann auch wieder diese Frage auf, wer ist er, der Typ, den wir da gesehen haben, wird dieses Rätsel wird immer weiter aufgebaut. Ganz kurz, Jord, goldgelbes Lichtschwert. Genau, ist eigentlich die gleiche Farbe, die Rey hatte, oder? Am Ende von 9. Ich glaube, Rey hatte ein bisschen mehr Gold, aber ja. Okay. Ja, aber ist auch der Einzige, der bisher sein Lichtschwert gezogen hat, von den Main-Jedis, die wir da so sehen. Der es aber auch immer wieder zieht. Macht ihm Spaß. Ja. Ja, zum Ausleuchten im Gang halt in der ersten Folge und jetzt hier. Genau. Aber dieser Apotheker oder Fake-Apotheker sagt da jetzt auch noch, dass er denen gerne helfen kann. Also er verrät May sozusagen, dass sie heute Abend wiederkommen wird und dass die halt gerne eine Falle stellen können und so. Das machen die dann auch. Aber Meister Sol will May alleine begegnen. Das heißt, die beiden anderen Jedi sollen halt, also klar, die das Ganze bewachen. Jackie ist im Schiff und Yord ist auf der Tribüne, die wir gleich sehen werden. OSHA kurz, bevor wir da reingehen, wir da jetzt reingehen, wie uns das erklärt wird. Also, wie wir da reingehen, nochmal der Dialog, der ist so plump, das musst du dir geben. Es wird gesagt, ja, lass mich ihm doch helfen. Und dann sagt Jackie, nein, Meister Sol muss ihn alleine stellen. Und dann schneiden wir zu Meister Sol und OSHA, die so ein bisschen auf einer anderen Tribüne stehen. Und er sagt ihr auch nochmal, nein, ich muss mich hier alleine stellen. Ja. Nochmal für die ganz Zurückgebliebenen, dass sie es auch nochmal mitbekommen. Also ich muss jetzt echt mal an dem Punkt sagen, das kann ich jetzt schon mal so als Fazit aus den ersten beiden Folgen ziehen. Es sind wirklich richtig krass schlechte Dialoge. Also das finde ich, siehst du selten, dass du so plakative Dialoge hast, ist krank. Ist wirklich krank. Wir hatten vorher aber auch schon einen, da habe ich vergessen, aus meinen Notizen was zu erwähnen, aber nicht unbedingt einen Dialog, sondern ein Thema. Nämlich haben der Apotheker und May dann gesprochen über die bösen Jedi, weil was ist das Verbrechen der Jedi? Sie sind dominant in der Galaxis. Und Dominanz an sich ist nichts Schlechtes. Also die Jedi können mit Dominanz sicher Gutes tun. Was da für mich so ein bisschen mitschwingt, ist Obrigkeiten kritisieren, um die Obrigkeiten kritisieren. Da stilisiert sich Disney wieder zu einer, ne? Ja. Also als ob Disney keine Obrigkeit wäre. Da geht Disney wieder in diesen anti-autoritären Aktivismus rein und will uns wieder eine politische Botschaft drücken. Wo ich mir auch so denke, Alter, warum? Ja. Und außerdem, warum sind die Jedi dominant? Ist nicht die Republik an der Macht? Ja, die gehören doch mehr oder weniger zusammen. Ja, nee, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, wurde auch klar gesagt, Republik und Jedi sind nicht dasselbe. Und vor allem, ich kann verstehen, wenn der Apotheker sauer auf die Jedi ist, weil die eventuell sein Waffenschmuggeln mit den Hutten unterbinden wollen. Aber May,
dass die so einen Hass auf die Jedi hat, weil sie dominant sind. Ja, oder nee, dass die ganze Galaxis jetzt einen Hass auf die Jedi haben soll, weil sie dominant sind. Ja. Nee, da wird oh, ja. Oh nein, nein, kommt. Lieber Rettungsdienst, ich mag euch nicht. Das Rote Kreuz ist mir zu dominant. Es soll noch andere Rettungsdienste geben. Bitte schickt einen kleineren vorbei. Gegen Monopole. Ungefähr das ist es, ne? Oder ich glaube, die Line ist ja dann. Ja. Irgendwie, ja, sie machen das unter dem Vorwand, dass sie den Frieden wahren, aber der Frieden ist nicht real oder irgend sowas, sagen sie ja dann noch im Nachhinein. Ja, Alter, was für ganz der Frieden komisch. Ist nicht real, Mann? Der Krieg oder die Gewalt, die ihr hier ja. ansprecht, kommt von euch. Ja, ganz, ganz komisch. Ja. Ja. Aber egal, schlechte Dialoge, Meister Sol will May alleine stellen und ich muss sagen, ehrlicherweise, so plump der Dialog auch war, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendein wichtiger Dialog vorher ist, bevor wir in die Kampfszene kommen, weil die sprechen relativ lange miteinander, aber die May kommt dann an, will mit dem Apotheker sprechen und Sol stellt sie und nennt sie auch beim Namen May und May scheint ihn zu kennen, was komisch ist, weil anscheinend, was sich jetzt rauskristallisiert ist, warum May böse ist, ist, weil das die vier Jedi waren, die ihre Schwester aus dem Feuer gerettet haben. Und mehr wissen wir nicht. Diese vier Jedi, Meister Torbin, Meisterin Indara, Meister Sol und Meister Cal Bucker oder irgendwie sowas. Irgend sowas, ja. So ein Wookiee-Jedi sind diese vier Jedi, die damals auf dem Planeten stationiert waren und ihre Schwester gerettet haben. Aber May ist jetzt sauer. Und wir kommen auch noch dazu, was sie von ihrer Schwester denkt oder was so ihre Beweggründe sein könnten. Aber was haben diese Jedi denn Böses getan? Haben die das Feuer gelegt? Haben die das Dorf abgefackelt? Ich glaube eher nicht. Ja, das ist ja die Frage, der wir hier gerade so hinterherrennen. Ich denke mal, da wird es irgendein Missverständnis geben, was sie dann da gesehen hat oder irgend sowas. Ja, und vor allem, sie kennt Master Sol, aber weiß nicht, dass Master Sol ihre Schwester ausgebildet hat. Ja, also und ganz weird. Was noch besser ist, Master Sol versucht ja dann herauszufinden, in dem Kampf, zum Kampf kommen wir gleich zur Choreo, er versucht noch herauszufinden, wer ist ihr Meister? Wer bildet sie aus? Und schaut mit einem jeden Gedankentrick in ihre Gedanken. Und May weiß selber nicht, wer der Typ ist, dem sie folgt und der sie ausbildet. Sie kennt ihn nur als Maskentyp und kennt seine Identität nicht. Ja. Und wäre das nicht ein Moment, wo du beginnst, dein Leben zu hinterfragen? Eigentlich schon. Also ich habe nicht ganz verstanden, ob das sein sollte, dass der Meister ihr wie so eine Blockade eingesetzt hat, dass sie es nicht verraten kann und man es nicht rauslesen kann, oder ob sie es wirklich nicht weiß, weil sein Wortlaut... Ich glaube, sie weiß es wirklich nicht. Also ich glaube nicht, dass sie so kompliziert gedacht haben. Ich weiß auch nicht, weil sein Wortlaut ist ja, du kannst mir gar nicht sagen, wer es ist, selbst wenn du es wolltest. Und dann war ich so, entweder das ist jetzt so, okay, Blockade, oder sie weiß nicht. Aber sie weiß nicht. Ich glaube aber nicht, dass sie so weit gedacht haben, ehrlicherweise. Das kann ich mir gut vorstellen, also schwer zu sagen. Ja. Aber kommen wir mal wieder zum Kampf, weil den finde ich ehrlicherweise am Anfang ganz okay bis gut wieder, weil Choreografie ist schnell, sie kämpfen wieder, die Macht haben wir da jetzt weniger, aber dafür einen recht coolen Moment, wo ich sage, okay, der könnte einem so ein bisschen im Gedächtnis bleiben. May versucht wieder so ein bisschen ans Lichtschwert von Master Sol zu kommen und schafft es nicht. Und dann kämpfen sie immer so ein bisschen weiter und irgendwann will sie ihre Messer ziehen und ihr fällt auf, sie hat keine Messer mehr in den Taschen. Und es liegt daran, weil Master Sol ihr die aus der Tasche gezogen hat und jetzt auf den Boden wirft und so sagt, hier komm, kämpf mal ordentlich. Ja. Und danach bekommen wir eben die Stelle, wo er sie mit der Macht festhält und nach ihrem Meister fragt. Also den Kampf finde ich ehrlicherweise unterhaltsamer als den ersten. Vor allem auch, weil wir mittlerweile die Charaktere so ein bisschen kennen. Ja, ich finde ihn auch ganz cool. Ich finde den Moment mit den Messern sehr, sehr cool. Der ist wirklich im Gedächtnis geblieben. Ich muss halt sagen, es ist halt irgendwie vom Gefühl her 1:1 der gleiche Kampf, bis auf diesen Moment, den wir am Anfang hatten, weil sie rennt halt dem Lichtschwert hinterher. Wir haben auch sehr ähnliche Kameraperspektiven. Die exakt gleichen Haltungen, wenn er blockt und sie so dreht, das hat genau sie ja vorher auch gemacht.
ist halt sehr ähnlich. Also hätte man vielleicht noch so ein, zwei mehr besondere Momente einbauen können, dass es nicht so repetitiv wirkt. Vor allem, weil du ja ein Doppel-Release hast. Ja, ich finde aber, man hat schon so ein, zwei Momente, also wie du gesagt hast, dass er die Messer nimmt und es endet ja dann auch damit, dass sie noch ein Messer hat und das dann auf Master Sol werfen möchte und Yord von der Tribüne aus fängt das dann mit der Macht auf. Das war auch ganz gut. Der ganze Kampf endet dann aber damit, dass sie eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht, wortwörtlich. Das Schiff, in dem Jackie sitzt, schwebt über ihr und sagt, ja, ey, du bist jetzt gefangen. Meister Sol steht da, Yord steht da oben. Aber sie schaut auf den Boden. Ganz kurz. Das ist in der Situation das Schlechteste, was du machen kannst. Was sie da macht? Was die anderen machen. Ja. Weil sie haben ihr gerade gesagt, okay, was komisch ist. Also sie haben ihr gesagt, hey, deine Schwester lebt. Also May ging anscheinend davon aus, dass ihre Schwester bei dem Feuer geuft wurde und die Jedi daran schuld sind. Ja. Und dann zu sagen, man umstellt sie und drängt sie in die Ecke, anstatt auf ihr zuzugehen und sagen, hey, komm, wir versuchen dir zu helfen, wir versuchen die Situation zu klären, deine Schwester lebt, so bitte komm mit uns. Sie dann in die Ecke zu drängen und dazu zu zwingen, zu so einer Reaktion wie die, die du vorher besprochen hast oder angedeutet hast, ist das Dümmste, was du machen kannst. Das beruhigt die Situation null. Ja. In der Situation hättest du ruhig bleiben müssen und das war nur weiter Öl ins Feuer gießen. Also ich finde auch klar, die haben jetzt hier Sicherheitsvorkehrungen, aber ich fand schon vorher ein bisschen leichtsinnig, wie diese Meisterin Indara da gekämpft hat, weil sie ja doch immer wieder sehr viel Freiraum gelassen hat. Und wir sehen ja, sie hätte sie zu jedem Zeitpunkt locker knocken können, aber sie macht es einfach nicht. Und hier haben wir jetzt auch wieder die gleiche Situation. Der Typ weiß, sie hat gerade schon zwei Jedi getötet. Und wenn sie wegrennt, ich habe getötet gesagt, scheiße, wenn sie wegrennt, wird sie weitere Jedi ufen. Und die muss jetzt festgesetzt werden. Da muss der Moment sein, spätestens wenn er die Messer hat, bam, knock sie und dann kannst du sie verhören. Aber stattdessen drängt man sie halt wirklich so weit mit dem Rücken an die Wand, bis sie kreativ wird, auf dem Boden den ganzen Staub aufwirbelt und so dann flieht. Weil die anderen halt nichts sehen. Ja. Und sie flieht, wird von einem Auto angefahren, stiehlt das Auto. Und wer steht da in der Seitengasse? Es ist Osha. Und May sieht Osha, also anscheinend das erste Mal seit dem Feuer. Und steht dann noch, oder sitzt dann noch so da, um Gottes Willen, Osha, du lebst. Und wäre das nicht so ein Moment, wo du aussteigen müsstest und auf deine Schwester zugehen müsstest? Eigentlich schon. Das wäre der Moment, wo du aus dem Auto steigen musst, eigentlich. Aber sie macht's nicht. Sie macht's nicht, nein, sondern Osha beginnt mit der Knarre mit Betäubungsschüssen auf sie zu schießen, trifft aber nicht und sie flieht. Hat sie nicht getroffen oder hat sie absichtlich nicht getroffen? Ich weiß nicht. So oder so, beide Varianten komplett dumm. Ja. Ehrlicherweise. Also, ich finde, wenn sie nicht getroffen hat, ist übertrieben lächerlich, aber dann ist so voll dumm, dann ist es richtig schlecht geschrieben, weil dann lass dieses Wiedersehen oder schreib's anders, aber wir bekommen vorher noch so eine Line von Meister Sol mit, sie weiß, wie sie damit umgeht, sie war immerhin mal eine Jedi und dann verschießt die so einen Schuss, den hat gefühlt nicht getroffen. Aber ich finde wiederum, wenn sie es absichtlich macht, ist es irgendwie nervig von ihr, aber dann ist es wieder ein bisschen zumindest nicht so dumm geschrieben, weil dann haben wir ich vorher Teasing. Ich würde sagen, Teasing. Wenn sie es absichtlich gemacht hast, würde ich das schlimmer finden sogar. Ja? Ich weiß nicht. Naja, sie weiß ja, was auf dem Spiel steht. Verdammte Kacke, es ist ihre Schwester. Ja, weil so, wenn man jetzt überlegt, keine Ahnung, vielleicht ihre Schwester wird für immer eingesperrt oder wird am Ende noch geuft. Und weißt du, so, sie will die halt beschützen, deswegen lässt sie die fliehen. Warum sollten die Jedi sie ufen? Wer weiß. In dem Moment hat sie vielleicht gedacht oder so, ich weiß doch auch nicht. Oder nee, aber so zumindest mal Gefängnis halt. Also wäre so lebenslanges Gefängnis wahrscheinlich. Ja, aber Gefängnis ist besser, als sie draußen rumlaufen zu lassen, in der Gefahr, dass der Kellnacker Wookie-Jedi sie irgendwann den Arm aus dem Gelenk kugelt. Das ja. Aber ich weiß nicht, also in meinem Kopf fühlt es sich besser an, dass die eine Schwester irgendwie die andere nicht ins Gefängnis gehen lassen will, als dass sie einfach so einen 2-Meter-Schuss verkackt. Nein, dumm. Dumm. Wenn ihr ein Geschwisterchen seht, von dem ihr dachtet, es wäre geuft, dann steigt ihr aus dem Auto. Fertig, Ende der Geschichte. Das auf jeden Fall, ja. Da gehe ich mit. Ja.
Nee. Wir gehen aber weiter zur nächsten Szene. Und zwar, unsere Protagonisten werden jetzt abgezogen und werden zum Jedi-Tempel beordert. Und May besucht nochmal den Apotheker und stellt ihn so ein bisschen zur Rede. Und der sagt ihr, um Gottes Willen, nein, geh nicht zur Apotheke. Also er fängt sie in der Straße vorher ab. Geh nicht zur Apotheke. Ich werde überwacht. Meine Apotheke wird überwacht. Die Jedi überwachen uns. Da oben sind sie. Und er deutet auf die Tribüne. Sperrangelweit offen. Eine 40 Quadratmeter Öffnung. Und da drinnen steht ein übergewichtiger Jedi mit Fernglas und starrt auf die Apotheke. Woher kommen aber jetzt auf einmal übergewichtige Jedi eigentlich? Ist sowas erlaubt im Video? Aus dem Tempel, wie ist das erlaubt, Übergewicht zu haben? Ja, okay, bei Jedi, die, also normalerweise ein Jedi sollte schauen, dass Körper und Geist im besten Zustand sind und dass ein Jedi übergewichtig ist, hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber so meine Güte, passiert halt, wenn deine Aufgabe halt nicht gerade ist, Krieger zu sein. Ja, aber gut. Wie er da steht und mit dem Fernglas auf die Straße schaut und dann, er schaut dort und wie die Kamera auf ihn schwenkt, nimmt er das Fernglas runter und so... Oh mein Gott, er ist weg! Lass schnell runtergehen! Das ist wirklich so dumm. Es wirkt so lächerlich, weißt du, wie ich meine? Ich verstehe es. Ich verstehe es voll. Und das sind einfach so die Dinge, wo ich mir denke, bitte deck das doch ein bisschen besser ab. Such dir doch einen besseren Spot. Design diesen Balkon irgendwie anders. Es wäre auch so einfach eigentlich wieder, aber ja. Hey, die hatten die Präsidententribüne. Was mich wieder... Die hatten die VIP-Loge. Wirklich. Was mich aber wieder noch mehr gestört hat, ist, dass wir jetzt wieder was angeteased bekommen. Nämlich, spricht jetzt dieser Apotheker-Typ oder Fake-Apotheker, spricht jetzt mit May und sagt zu ihr, ich habe den Wookiee-Jedi gefunden. Und, oh mein Gott, ein Wookiee-Jedi. Oh, was krass. Wir sind voll hyped, krank. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Wie sieht der wohl aus? Wo lebt der wohl? Ah, wir schneiden direkt drauf. Wir schneiden auf einen random Waldplaneten und ich war so, sind die jetzt so schnell dahin gereist? Was ist jetzt passiert? Nein, die sind nicht dahin gereist. Wir wollen jetzt einfach nur einen Shot von diesem Wookiee-Jedi zeigen. Wir schneiden einfach in so einen Waldplaneten, da sind so Leute, die reisen, so Schrottsammler und dann kommt auf einmal ein Wookiee, der die verscheucht und ja, das ist der Wookiee-Jedi und der hat gerade die Macht genutzt. Ja, also das ist so... Lass uns doch ein bisschen hypen. Sag uns doch in der ersten Folge oder in der zweiten Folge, es wird ein Wookiee-Jedi geben. Und dann sind wir so, oh, wie sieht der wohl aus? Und in der vierten Folge sehen wir ihn dann. Was macht der so? Wo lebt der? Also, oder du kannst ihm ja auch voll den krassen ersten Auftritt geben. Überleg mal, Wookiee-Jedi, wie krass. Aber nein, du gibst ihm einfach so einen ersten Auftritt gegen so zwei Schrottsammler. Ohne Sinn, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht, aber das war's dann tatsächlich schon wieder mit der Folge. So viel ist nicht passiert, also... Ja, war eine im Vergleich zur letzten relativ... Ganz kurz, was mir noch aufgefallen ist, als diese Schrottsammler gekommen sind, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die Untertitel in verschiedenen Sprachen einzufügen in diesem Film. Obwohl es wieder nur so Standardschriftdinger sind. Was meinst du? Also das ist doch die englische und oben drüber haben wir dann die deutsche. Oder was meinst du? Ja, aber normalerweise kannst du solche Schriftdinger einfügen separat und dann machst du 30 Versionen mit den 30 meistgenutzten Sprachen zum Beispiel. Ja, aber das haben wir ja sehr, sehr häufig nicht so. Ja. Also kenne ich. Und ich kann dir übrigens auch hier sagen, welche Farbe oder wie du diese Schrift machst in meinem Schnittprogramm. Es sind diesmal 4 Einstellungen. 4 Klicks sind es diesmal. Ey, Mann. Also ich kann dir nicht sagen, wie die Farbe heißt, aber ich weiß, wo ich sie finde. Ja, das kriegt man, glaube ich, hin. Aber gut, ich beschwere mich mal nicht über Untertitel. Haben die super gemacht. Ja. Applaus. Das bekommt Marvin erst bei seinem zweiten Video hin. Damit sind wir jetzt aber tatsächlich schon wieder durch. Wir sind mal wieder durch. Joa. Ja. Was sagst du? Ganz kurz noch, bevor wir jetzt ins Fazit gehen. Ich finde, man merkt, dass Acolyte ursprünglich ein Film hätte werden sollen wahrscheinlich und dann zur Serie gemacht wurde, weil diese Schnitte zu diesen Teasern, die dann kommen, die sollten, glaube ich, nicht im Film drinnen sein. Die wurden dann nachträglich eingefügt, weil die wirken sehr fremd. Sollte das ursprünglich ein Film sein? Es wurde nie öffentlich gemacht, aber es wirkt auf mich so.
Weil das sind schon sehr harte Schnitte zu diesen Ja, das Teasern. Sowieso. Das ja auf jeden Fall. Die stimmen überhaupt nicht, die passen überhaupt nicht rein. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich würde sagen, dafür haben wir zu wenig unwichtige Szenen, glaube ich. Ja, ich glaube, sie haben dann gemerkt, okay, wir haben so viele Szenen, die wir machen wollen, ja. die wir reinbringen wollen, dass sie dann eine Serie machen, weil da mehr Zeit drinnen war und das wahrscheinlich auch billiger zu produzieren ist als so einen ganzen großen Kinofilm. Ja. Und die Werbung einfach viel, viel billiger ist wahrscheinlich. Ja. Aber ja, ich muss aber trotzdem sagen, dafür, dass du wenig Szenen hättest rausnehmen können und löschen hättest können, ist erstaunlich wenig passiert. Also es wirkt zwar so, als hätten wir schon so ganz große Dinge erfahren, die wir nicht hätten erfahren sollen, aber dadurch, dass es so gerusht wurde und so in your face an den Zuschauer war, haben wir, wie gesagt, das Fell verteilt, bevor wir den Bären erlegt haben. Und deswegen wirkt das so, obwohl wir schon eine Conclusio haben, als wäre nichts passiert bisher oder nicht wirklich viel. Ja, und das liegt auch mit daran, dass wir einfach eine übertriebene Unterforderung hier haben. Aber das ist ja wirklich, die ganze Geschichte, die erzählt wird, hat die ganze Zeit nur eine Ebene. Und das ist die, die uns ins Gesicht geprügelt wird. Da gibt es nichts, wo wir uns konzentrieren müssen, wo wir mal ein bisschen zweideutig denken können, wo ein Satz gesagt wird und der hat eine Bedeutung und noch eine andere. Bei Endor zum Beispiel. Endor hatte bei jeder Folge so viel drin. Wir hatten das Gefühl, es passiert so viel, weil jeder Satz 3 oder 4 Bedeutungen hatte. Hier, wir schauen das und alles geht direkt ins Gesicht und alles ist halt super simpel. Deswegen haben wir das Gefühl, es passiert so wenig. Trotz viel Screentime. Ja, und das, obwohl Disney gesagt hat, sie wollen die Show eher für Erwachsene machen, glaube ich. Also von den Leaks her, vor allem, wenn ich mich noch dran erinnere, was ich da mit Star Wars Flash besprochen habe, was noch kommen könnte, waren da auch so ein paar nicht jugendfreie Szenen mit dabei. Okay. Ja, also ich glaube mittlerweile heute hat das ja nicht mehr so viel miteinander zu tun. Also wie simpel was ist und ob es jetzt für Erwachsene ist oder nicht. Also ich denke mal, da ja, es sollte mehr, was damit zu tun es haben. Sollte, aber, ne? Es sollte. Aber wenn du dir mal wirklich so Netflix-Produktionen anguckst, die dann auch ein FSK 16 haben oder 18 teilweise, die sind ja auch nicht komplexer als ein FSK 6. Also das macht leider nicht sie, mehr so sie viel haben aus. Nur, sie haben nur bösere Szenen. Genau. Bösere genau Optik. Das. Genau das. Ja, aber willst du uns ein kleines Fazit geben? Ja, Fazit, wieder eine Folge, die von Leslie Headland geschrieben wurde. Ich fand die hier nochmal schlechter und nochmal in Teilen lächerlicher als die erste. Also gerade, wenn wir über die Tribüne sprechen. Weil es ist ja nicht wirklich viel passiert, dann muss ich mich über die Tribüne aufregen. nicht aufregen, so. Ist nicht aufregen, ist kritisieren, aber so ne, ihr wisst, was ich meine. Es sind so unnötige Fehler, die wieder gemacht wurden. So unnötige Sachen, wo man beim Draufschauen, beim Kontrollschauen draufschauen hätte müssen und so sagen müssen, Digi, das kann ich nicht rausbringen, damit zerstöre ich mir meinen Ruf. Naja. Aber, ja. Also, ich bleibe eigentlich auch beim Fazit von der ersten Folge. Ich finde, die Idee ist immer noch cool. Ich finde, die Rahmenhandlung ist ganz interessant. Baseline ist gut. Wir haben Szenen dabei, die irgendwie ganz spaßig sind. Aber handwerklich ist es halt brutal. Also Dialoge, wirklich, diese Dialoge machen meinen Kopf kaputt. Ist verrückt. Und auch hier nochmal einfach ein Appell auch an Zuschauer vielleicht mal. Bitte lasst uns mal wieder ein bisschen Geduld trainieren. Lasst uns Aufmerksamkeit trainieren. Lasst uns nicht abschalten, wenn man nicht alle 2 Sekunden Action ist. Lasst uns nicht traurig sein, wenn wir was angeteased bekommen und es 2 Folgen dauert, bis es da ist. Weil solche Dinge, die hier passieren, wie Wookiee-Jedi in Minute 31 angeteased, Wookiee-Jedi in Minute 31:30 gesehen, liegt auch daran, dass einfach leider eine hohe Aufmerksamkeitsspanne heutzutage nicht mehr so weit verbreitet ist. Und halt wir immer sofort belohnt werden wollen, sofort dieses Dopamingefühl haben wollen. Lasst uns da einfach mal ein bisschen geduldiger mal wieder sein. Dann bekommen wir auch bessere Filme und Serien. Ja. Legt am besten bis nächste Woche Donnerstag das Handy weg und schaut nichts, macht einen Dopamin-Detox und dann schaut Acolyte und schaut unser Video. Das ist eine gute Ansage. Schaut nichts anderes mehr, nur unsere Videos. Das ist eine gute Ansage. Belästigt bitte eure Omas, dass sie dasselbe tun. Sie sollen nur noch unsere Videos schauen. Jede Oma auf der ganzen Welt soll nur noch unsere Videos schauen. Genau so. Und wenn ihr schon dabei seid, auf uns zu hören, dann lasst ihr auch direkt ein Abo da, liked das Ganze, freut euch auf Fluch der Karibik am Wochenende, freut euch auf ein paar andere coole Videos, die noch kommen. Ja,
Dann sind wir durch, oder? Wir sind durch. Gut, dann bis spätestens nächste Woche wieder zu Acolyte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.